Der Hafti, der Bruder, hat mich eingeladen und ich habe mich sehr gefreut und habe natürlich dann zugesagt und hatte dann Bock auch auf diesem Festival zu spielen. Ich muss mein Mixtape fertig machen. Oh, ich habe, glaube ich, zu viel verraten gerade. Ich habe mit 15 selber angefangen und man hat halt viel und lange konsumiert, deswegen ist es so ein bisschen schwieriger, von dem Ganzen immer zurückzugehen oder immer wieder zu sagen, ey, ich höre jetzt komplett auf. Wenn sie viel Kontakt mit Männern hat, heißt es, dass sie sich vielleicht auch noch finden möchte. Also nimm das Ganze nicht so ernst und du bist noch jung, mein Bruder. Raus aus der Gefahrzone. Ladies and Gentlemen, wir sind hier auf dem World Club Dome 2023. Hafti and Friends auf Befehl hat geladen, hat seine Ängsten quasi um sich geschart, die on stage gehen werden. Und einer davon ist der wunderbare Jamule. Was geht ab, Bruder? Geht's dir gut? Sehr gut, sehr gut. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Fresh ist aus. Als Danke, allererstes. Bruder. Wow. Dankeschön. Danke, richtig. Was soll ich dir sagen? Ich gebe mir immer Mühe. Sehr gut, gefällt mir sehr, sehr gut. Danke dir. Mein Lieber, du bist jetzt hier auf dem Festival. Normalerweise spielst du relativ viele Clubshows, ja. Wenig Festivals. Ja. Also im Verhältnis so. Ja. Letztes Jahr habe ich sehr viele Clubshows gemacht. Genau, letztes Jahr hast du sehr viele Clubshows gemacht, genau. Wie kam es, dass du jetzt quasi hier auf dem World Club Dome gebucht wurdest, beziehungsweise on stage bist? Der Hafti, der Bruder, hat mich eingeladen und ich habe mich sehr gefreut und habe natürlich dann zugesagt und hatte dann Bock auch auf diesem Festival zu spielen und mein Show abzuspielen. Sehr gut, sehr gut. Ja. Gehst du auf Festivals irgendwie anders ran als, oder wie ist der Unterschied zwischen Festivalauftritten und Clubshows so? Ja, der Sound ist ja auch ganz anders und ich glaube, die Stimmung bei den Leuten, also wenn man ja auf eine Clubshow geht, ist es immer so, dass man ab spätestens 2 Uhr so auf Stage geht und alle sind halt in sehr guter Laune, sage ich mal so, und die meisten sind halt auf jeden Fall dabei, wenn ich auf Bühne komme, geht's halt richtig ab und jeder singt und wir haben alle richtig Spaß zusammen. Nur ist es halt was anderes auf einem Festival, weil da ist der Sound auch sehr klar. Es sind ja nicht auch immer die besten Anlagen in den Clubs, aber ich denke mal, jetzt, ich war noch nicht hier auf der Bühne, aber genau auf solchen Festivals sind die Anlagen heftig und da muss man sich schon natürlich vorher ein paar Mal proben, ein paar Songs durchgehen. Okay, ich bin ehrlich, ich habe jetzt nicht geprobt dafür. Ich danke Gott, wir sind dafür gemacht. Aber es hat, ich habe meine Setlist und alles gut. Sehr gut. Jetzt sind natürlich neben dir auch noch viele andere, die heute am Start sein werden. Farid Bang, Vaisel, ja. Kevin Cole war schon, Liz war auch schon, Nixo okay. McCloud sind, glaube ich, jetzt gerade schon on stage. Crazy. Und habt ihr natürlich später auch noch und so. Ja, ich weiß, deswegen wir machen gleich. Aber auf welchen Auftritt wirst du dir sehr, sehr gerne angucken quasi? Ich bin dir ehrlich, ich bin ein bisschen verplant und muss leider nach der Show direkt gehen. Also ich werde noch ein bisschen bleiben, aber ich fahre direkt zurück, weil ich muss mein Mixtape fertig machen. Oh, ich habe, glaube ich, zu viel verraten gerade. aber ich würde mir sehr gerne alles anschauen, auch sehr gerne noch die Show zum Schluss von dem Bruder Haftbefehl. Ich versuche so lange wie es geht zu bleiben, nur hatte ich halt die Session jetzt direkt danach so verplant und muss das... Ja, und am Ende ist ich muss halt auch meine Fans wieder glücklich machen, ne? Das musst du und das wirst du bestimmt, denn du gehst ja auch Ende des Jahres, beziehungsweise Oktober. Im Herbst wieder, Oktober, auf Tour. Richtig. Was kann man da erwarten? Es wird krass. Wir haben jetzt vor ein paar Tagen schon angefangen, wie wir das Bühnenbild gestalten. Da werde ich natürlich nicht so viel verraten, aber wie ich schon gesagt habe, es wird von jedem Album von Jamule ein Teil in dieser Show sein und wir werden es sehr cool aufbauen. Forti ist mit mir auf Tour. Und es wird sehr, sehr witzig. Sehr schön, sehr schön. Dann machen wir das ganze Jahr auch für die Leute auf der Straße, beziehungsweise wir haben immer die Jungs, die Mucke machen, du auch, Vega und die ganzen anderen Jungs, die kommen in der Regel von der Straße, machen jetzt Musik, können dadurch quasi ihr Leben finanzieren und wir wollen immer gerne auch was zurückgeben und deswegen geben wir der Straße gerne was zurück. Das heißt, wir haben quasi auf der Straße Leute gefragt, was sie so aktuell für Themen haben, die sie beschäftigen und haben gesagt, wir haben immer Leute da, die so ein bisschen Lebenserfahrung schon haben oder viel erlebt haben, vielleicht auch schon ein bisschen mehr als der Durchschnittsbürger und vielleicht könnt ihr ein bisschen was zurückgeben. Das heißt, ich würde dir jetzt einfach 2, 3 Töne vorspielen von Leuten auf der Straße und vielleicht kommt dir was in den Kopf, was du denen quasi einfach wieder zurückgeben könntest. Okay. Die erste ist Jasmin, 25 und kommt aus Offenbach und hat folgendes Thema. Hey, mein Name ist Jasmin, ich bin 25 Jahre alt und komme aus Offenbach. Ich habe leider ein Drogenproblem. Immer wenn ich mich schlecht fühle oder nicht einschlafen kann, dann kiffe ich und meine Freunde und meine WG hängen da leider auch drin, die kiffen auch sehr viel und ich weiß nicht, was ich machen kann, weil ich merke halt, es macht mich psychisch einfach kaputt und ja, hast du vielleicht einen Tipp für mich?
gutes Thema, weil ich mich, glaube ich, selber damit auch noch befasse, aufzuhören mit Kiffen. Und ich denke, wenn sie dort in einer WG auch gefangen ist, ich will niemandem halt was vorschreiben oder so, aber vielleicht, wenn sie das wirklich psychisch gerade krank macht, weil ich kann auch sagen, dass ich mit meiner Psyche gut damit umgehen kann, aber würde ich, glaube ich, ein bisschen Abstand von allem halten und das Umfeld wechseln und vielleicht zur Familie gehen und einen kleinen Entzug durchgehen, so vielleicht mit anderen Dingen ablenken, vielleicht jemand, eine Freundin nehmen, die nichts von dem Ganzen nimmt und sagt, hey komm, wir fliegen mal in den Urlaub, gehen für einen Monat weg, weil nach einem Monat ist eigentlich schon das Bedürfnis zu dem Konsum wieder weg, würde ich sagen, wenn sie jetzt keine Person ist, die sehr, sehr lange gekifft hat. Ich meine, wir haben früh in der Jugend angefangen, wir haben gerade gesagt, wir kommen von der Straße, wir haben leider Scheiße gemacht und ich habe mit 15 selber angefangen. Und man hat halt viel und lange konsumiert, deswegen ist es so ein bisschen schwieriger, von dem Ganzen immer zurückzugehen oder immer wieder zu sagen, ey, ich höre jetzt komplett auf. Aber wenn es jetzt nicht bei ihr der Fall ist, dass sie so lange raucht, würde ich einfach mal für einen Monat abschalten, das Umfeld wechseln, mit einer guten Freundin, die sowas nicht macht, das tun und auf deine Psyche achten, weil das ist das Wichtigste, die Gesundheit und Stress. Glaube ich, ein sehr guter Tipp auf jeden Fall, sich rausziehen aus dem Ganzen. Und du hast selber gesagt, jeder kann... Weil wenn sie in dieser WG da gefangen ist, ich meine, klar, ich rauche auch meinen Jungs oder so, aber wir achten trotzdem auch noch auf andere Sachen. Wir sind ja trotzdem auch am Machen und Tun und unsere Psyche ist noch Gott sei Dank aktiv, mache ich mal so. Aber ja. Ja, top. Dann hoffe ich, Jasmin, dass du damit ein bisschen was anfangen kannst und dass das irgendwie funktioniert. Pass auf dich auf jeden Fall. Genau. Und der nächste ist Tom. 28, aus Darmstadt und der hat folgendes Thema. Hi, ich bin der Tom, ich bin 28, komme aus Darmstadt. Ich habe vor kurzem einen riesen Fehler gemacht und habe meine Freundin betrogen. Steck massivst in der Scheiße und würde gerne wissen, wie ich da wieder rauskomme. Hast du da eventuell einen Tipp oder vielleicht auch mehrere Tipps für mich? Du hast auf jeden Fall einen großen Fehler gemacht. Ich weiß ja nicht, wie du dich da mit dem Ganzen fühlst oder ob du... Warst du, wie alt war der? 28? Okay, eigentlich hat man sich in dem Alter schon gut ausgelebt. Aber ich will einfach ehrlich zu ihr sein und sie nicht mehr verletzen und gucken, was du selber möchtest. Finde dich selber und spiel einfach nicht mit den Gefühlen. Ja, kann man auch nur hoffen, aber das Kind scheint auf jeden Fall schon in den Brunnen gefallen zu sein, wie es so schön heißt. Deswegen kann man nur hoffen. Mal gucken, ja, wir klopfen auf einmal auf Holz für dich, Tom. Dann haben wir Jay, 21 aus Gießen. Und er hat auch ein Thema, was Beziehungen angeht. Und zwar folgendes. Moin, ich bin Jay, 21 aus Gießen. Und meine Freundin hat irgendwie nur so männliche Freunde. Und die machen irgendwie alle dick Auge auf die. Ich weiß nicht wirklich, was der machen soll, ob das so okay geht. Wie ist dein Name? Jay. Jay, mein Bruder, du bist noch 21 Jahre. Es gibt noch viel zu sehen. Wenn sie viel Kontakt mit Männern hat, heißt es, dass sie sich vielleicht auch noch finden möchte. Also nimm das Ganze nicht so ernst. Und du bist noch jung, mein Bruder. Okay, also lieber auch raus aus der Gefahrenzone. Raus aus der Gefahrenzone, okay, mein Lieber. Dann, ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß bei deinem Auftritt und auch auf dem Festival. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, mein Lieber. Sehr gerne, ich freue mich sehr auf das, was kommt und vor allem auf die Tour. Danke. Und bis bald mal wieder. Bis bald, Bro. Ciao.